liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen zu Hause, ich darf Sie begrüßen zur nächsten Folge unserer Ringvorlesung Philosophie, intellektuelle Stimmen in Ost und West. Mein Gast heute im Studium, Dr. Wolfgang Kraushaar aus Hamburg. Herr Kraushaar, schön, dass Sie aus Hamburg gekommen sind. Sie waren ja schon einmal hier in Oldenburg zu einer Vorlesung, damals noch im Bissaal der Universität, damals schon zu den 68ern. Heute soll es um eine 68er-Figur besonders gehen, Ulrike Meinhof, die in Oldenburg geboren wurde. Und das wissen viele nicht, die nicht nur eine westdeutsche Stimme ist, sondern die als Intellektuelle seit ihren Studienjahren auch ostdeutsche Beziehungen hat, über die Sie vor allen Dingen auch gearbeitet haben, in der letzten Zeit eine Vorlesung für die Universität Marburg vorbereitet haben, an der Sie auch Wahlstudentin. Herr Kraushaar, was hat man sich unter vorzustellen? Ulrike Meinhof, eine Stimme zwischen Ost und West? Ja, ich glaube, das ist zunächst mal wichtig, darauf zu verweisen, dass das eine eher verdeckte Geschichte gewesen ist. Also jedenfalls teilweise eine Art von Geheimgeschichte, die damit zusammenhängt, dass ja diese Beziehung in den 50er, 60er Jahren im Zeitalter des Kalten Krieges gelegen haben. Insofern auch sowohl die politischen Geschichten der beiden deutschen Staaten, Bundesrepublik und DDR, als auch die Geschichten der Intellektuellen und der Lehrenden, der Protestierenden, wie auch immer, verwickelt gewesen sind in die Ausläufer jedenfalls des Kalten Krieges. Das heißt, man hat sich so vorzustellen, dass Studenten, Professoren, Professorinnen solche waren, die im Westen agiert haben, aber Beziehungen in den Osten auch hatten. Also, das galt natürlich nicht für alle gleichermaßen, ja. Aber es ist so gewesen, dass einige sich haben ansprechen und anwerben lassen und dann auch bereit gewesen sind für die DDR oder für die SED oder in manchen Fällen halt auch für die seit 1956 illegale KPD zu arbeiten und deshalb dann auch dazu bereit sein mussten, im Zuge der Kooperation nach Ost-Berlin zu reisen und dort Direktiven entgegenzunehmen und das dann entsprechend umzusetzen. Und Ulrike Meinhof, wenn ich richtig verstehe, war jemand, der in diese Kreise hineingewachsen ist. Ja, es ist ja schon fast in die Wiege gelegt worden. Und zwar dadurch, dass ihre Ziehmutter, so muss man das formulieren, eine Frau namens Renate Riemeck gewesen ist. Und Renate Riemeck war in den 50er Jahren die jüngste Professorin, die es in der Bundesrepublik gab, die dann aber auch zeitweilig politisch sehr aktiv war, zunächst mal in der Bewegung gegen die Wiederbewaffnung, die sogenannte Paulskirchenbewegung im Jahr 1955 und dann insbesondere in der Bewegung gegen die Atomausrüstung der Bundeswehr, die sogenannte Kampagne Kampf dem Atomtod. Und Renate Riemeck, bei ihr ging das sogar noch weiter, sie wurde halt die Vorsitzende einer Partei, nämlich der Deutschen Friedensunion, die im Grunde genommen eine Gründung war seitens der SED. Die ist finanziert worden, gesteuert worden durch die SED, das ist also keine unabhängige Partei gewesen. Und daran kann man erkennen, dass es sozusagen eine Art von Doppelrolle und Überschneidung gegeben hat, einerseits in Westdeutschland politisch zu agieren und andererseits aber zum Teil jedenfalls, zumindest partiell gesteuert und instrumentalisiert worden zu sein durch den SED-Staat DDR. Das heißt, diese Professorin für Pädagogik war jemand, die im Westdeutschland bekannt war, die Ansehen hatte als eine kluge Frau, die früh Professorin geworden war. Und die im Osten sozusagen enge Kontakte hatte, die sie auch in ihre Tätigkeit mit einfließen ließ, bis zur Gründung dieser Deutschen Friedensunion. Ja. Und interessanterweise, wenn man Biografien liest von Ulrike Meinhof, eine junge Akademikerin war, die vor 45 eigentlich auf der anderen Seite auch stand. Ja, sie war sehr eng und sehr stark auch im Nationalsozialismus verwoben gewesen. Sie hat einem Professor an der Universität Jena zugearbeitet, der ein überzeugter Nazi war und sie ist als dessen Assistentin aufgetreten und
Und insofern ist das ja ein Wechsel zwischen zwei politischen Welten. Das heißt, eine Wendegeschichte, kann man sagen. Ja, wobei man im Nachhinein nicht genau weiß, wann und unter welchen Umständen, unter welchen Rahmenbedingungen sich diese Wendung vollzogen hat. Aber man muss davon ausgehen, ansonsten wäre diese Karriere dieser Frau in dieser Hinsicht nicht zu begreifen, dass so etwas geschehen ist. Denn es ist ansonsten nicht erklärbar, dass aus einer Frau, aus einer Wissenschaftlerin, die dem Nationalsozialismus nahegestanden hat, dann eine wurde, die halt der DDR und dem Sowjetkommunismus nahestand. Sie war ja von Haus aus Historikerin, die sozusagen geschichtlich gearbeitet hat. Und was mich selbst gewundert hat, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, als ich auch in eigenen meiner Forschung die Autobiografie von Frau Riemek las, war ich so erstaunt, dass sie sich als Gewissensprotestantin gibt und diese Studienzeit, wenn man es liest und nicht über die Hintergründe Bescheid weiß, denkt man, es ist von Anfang bis zu Ende eine Widerstandskämpferin. Ja, nein, das ist völlig irreführend, das so wahrzunehmen. Sie hat natürlich einiges unternommen, um das so erscheinen zu lassen, aber ich halte diese Biografie, diese Autobiografie für eine große Nebelkerze. Sie hat im Grunde genommen versucht, ihr wirkliches Wirken in den späten 50er Jahren, frühen 60er Jahren insbesondere, dieses sozusagen zu verschleiern. Und man hat manchmal den Eindruck, bei der Lektüre ihrer Autobiografie, als sei das Buch einer Esoterikerin, die sehr stark ich-bezogen da argumentiert, die von den politischen Rahmenbedingungen kaum was deutlich macht. Sie hatte insofern natürlich eine Besonderheit, die hat ja an der Hochschule Wuppertal gelehrt, dass es ein Lehrverbot gab, das gegen sie ausgesprochen worden war. In welcher Zeit? Das war 1959-60, also gerade zu der Zeit, als sie dann der DFU sozusagen bundesweit dann halt bekannt geworden war. Und sich mit bestimmten Erklärungen auch sehr weit aus dem Fenster gehängt hatte. Und dagegen haben dann ihre Studierenden halt protestiert. Insofern gab es auch einen Ereignis- und Protestzusammenhang, der verbunden war mit ihrer politischen Karriere und ihrer akademischen Karriere, also in doppelter Hinsicht. Und das hat sozusagen auch Spuren hinterlassen. Sie ist natürlich dadurch auch eine in gewisser Weise gezeichnete Person gewesen. Aber das ist auf jeden Fall diejenige gewesen, die mehr als nur eine Mentorin von Ulrike Meinhof gewesen ist. Sie ist ganz maßgeblich vorentscheidend gewesen für das, was Ulrike Meinhof gedacht hat und wofür sie sich dann politisch eingesetzt hat. Und wenn man es nochmal versucht zusammenzufassen, dann war Renate Riemek jemand, der Gesinnung groß geschrieben hat, der sich vor 45 einer braunen Gesinnung zumindest angedient hat, nach 45 die Pferde gewechselt hat, sozusagen auf einer politisch linken Skala sich verortet hat, im Westen gelebt hat, aber durchaus eben den Kontakt in die politische Kaderlinke der DDR, der frühen DDR, gesucht hat, aktiv war, auch im Kontakt mit der SED. Ja. Und dann, wenn ich es richtig verstehe von Ihren Schilderungen her, Ende der 50er Jahre sehr geschickt sozusagen ihre Gesinnung, auch als Opfer ein Stück sozusagen einer rigiden Politik der bundesrepublikanischen Stellen genutzt hat, um als jemand, der sein Professorenamt nicht mehr ausführen will und darf unter diesen Bedingungen, sich so eine Art Ehre zu erkämpfen als jemand, der für die Gesinnung auch Opfer bringt. Ja, also man muss natürlich ein großes Wort nennen, nämlich das Wort des Pazifismus. Ja. Also ihr Engagement ist maßgeblich über ein pazifistisches Engagement zu erklären. Und das ist auch maßgeblich wiederum für Ulrike Meinhof in den Anfangsjahren gewesen, obwohl sie ja später nun Anhängerin des bewaffneten Kampfes war und oder geworden ist. Und aber damals noch nicht. Aber damals noch nicht, nein. Die war damals weit davon entfernt. Und ich glaube, ohne diese Einbindung in die Protestbewegung gegen die Wiederbewaffnung, gegen die Atomaufrüstung und diese pazifistische Gesinnung, die halt vor allen Dingen protestantisch grundiert war, kann man das auch nicht begreifen. Ja, das muss man also mit da in Zusammenhang bringen. Das hat natürlich auch was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und natürlich wollte man sozusagen auch da auch etwas anderes dann begonnen haben. Und insofern wurde man vor allen Dingen im Rahmen der Friedensbewegung aktiv. Und das ist ein Kennzeichen sowohl für Renate Riemek gewesen, als auch für Ulrike Meinhof in den 50er Jahren. Wobei, ich glaube, Frau Riemek selber jemand war, die auch sehr klugerweise
apolitische Gesinnungsfriedensmenschen wie Hermann Hesse oder Albert Schweitzer für sich sozusagen anführen konnte und wollte sogar bis auf die Plakate ihrer Parteiwerbung hin. Ja, es gab bei den Bundestagswahlen 1965 eine große Plakatkampagne mit dem Konterfei von Albert Schweitzer, der einen unheimlichen Ruf damals eine genoss. Eine Ikone des Friedens. Ja, sozusagen als dem Urwaldarzt von Lambarene, der dort den Betränkten und Kranken halt geholfen hat und andererseits auch gegen die Atomrüstung war. Der hatte sich 1958 einen großen Namen gemacht, auch international. Und dass dieser Mann bereit war, sich für die DFU sozusagen ins Zeug zu werfen, das hat dem Ganzen auch nochmal ein gewisses Gewicht gegeben, weil jemand wie Albert Schweitzer eine eigentlich unangreifbare moralische Instanz war damals. Wenn wir jetzt mal einen Blick werfen auf Ulrike Meinhof selbst, sie hat in Marburg angefangen zu studieren, war dann kurzzeitig in Wuppertal und kam dann aber nach Münster in den späteren 50er Jahren, wo eigentlich ihre politische Karriere begann. Vorher war sie als Pädagogin, begann mit einem Jasper-Schüler in Wuppertal, eng philosophisch befasst. Aber die Politisierung setzte nach diesen ersten Stationen in Münster. Wie hat man sich das dort vorzustellen? Naja, das hing auch wiederum alles sehr eng zusammen mit der Anti-Atom-Tod-Bewegung, die ja ausgelöst worden war 1957 im April durch eine sehr zweifelhafte Pressekonferenz mit dem damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer, bei der er die Atomwaffen als Weiterentwicklung der Artillerie versucht hat zu verharmlosen. Und daraufhin gab es eine Erklärung der Göttinger 18, das heißt von Göttinger Atomphysikern, darunter Nobelpreisträgern. Und die haben das zurückgewiesen, haben darauf aufmerksam gemacht und der Öffentlichkeit auch massiv einzubringen versucht, dass das wiederum nicht haltbar sei, die Atomausrüstung oder Atombewaffnung der Bundeswehr so in einer solchen Weise zu verharmlosen. Denn das war gleichzeitig ein Thema im Bundestag, weil darüber abgestimmt werden sollte. Das ist dann auch 1958 geschehen. Und in diesem Übergang der Jahre 1957 auf 58 hat sich im Wesentlichen auch die Politisierung von Ulrike Meinhof vollzogen. Die hatte bereits eingesetzt in Marburg, ging dann weiter in Wuppertal und kam dann erst so richtig zum Ausbruch an der Universität Münster, denn es gab im Rahmen dieser Kampagne Kampf dem Atomtod auch einzelne studentische Aktionskomitees und sie ist einem solchen halt in Münster beigetreten, hatte einen wichtigen Partner an ihrer Seite, Jürgen Seifert, SDS-Bundesvorsitzender. Später SDS, ich weiß nicht alle Zuschauer wissen, was SDS ist. SDS ist eigentlich die wichtigste linke Studentenorganisation der 50er und dann insbesondere der 60er Jahre gewesen. 1948/49 war Bundesvorsitzender im SDS noch ein Mann wie Helmut Schmidt, der spätere Bundeskanzler. Und dann in den späten 60er Jahren war eigentlich der SDS der Hauptmotor der außerparlamentarischen Opposition, der APO. Und, aber fern von der SPD dann? Ja, es gab einen Unvereinbarkeitsbeschluss 1961, der auch wiederum mit dem Punkt, worüber wir eben gerade schon gesprochen haben, an der Figur Renate Riemex damit zusammenhängt, nämlich, dass die SPD glaubte, von der Gewissheit ausgehen zu können, dass durch eine bestimmte Gruppierung man versuchen würde, den SDS zu unterwandern. Von und zwar DDR von östlicher Seite, von Seiten der SED und da eigene Politik zu betreiben. Dem war auch so, das hat man später dann sehr viel klarer erkannt. Die SPD hat es eher geahnt und hat versucht, ihm einen Riegel vorzuschieben. Und deshalb hat man einen Unvereinbarkeitsbeschluss verabschiedet, der bedeutete, dass man nicht gleichzeitig Mitglied im SDS und in der SPD sein konnte. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, dann ist sozusagen diese späte Debatte der 50er Jahre um die Atompolitik auch zugleich eine Ost-West-Debatte im Kalten Krieg. Die Frage, wie stellen sich die beiden deutschen Staaten innerhalb dieser sozusagen Abschreckungsstrategie, die vom Westen initiiert wird, Osten hat auch aufgerüstet, wie stellt man sich und wenn man jetzt die Option sozusagen, diese Friedensoption beschreiben sollte, wie ist die Alternative von Seiten Meinhofs und anderer Jüngerer in dieser Anti-Atom-Politik? Was ist die Alternative zu dieser Abschreckung?
Nein, die wollten überhaupt keine militärische Abschreckung mehr haben. Die waren grundsätzlich, sozusagen, wenn Sie so wollen, gegen eine politische Funktionalisierung des Militärs. Es war ja von Seite derjenigen, die dort protestiert haben, eigentlich schon ein, ja, etwas gewesen, was inakzeptabel war für sie, dass es zur Wiederbewaffnung gekommen war. Also 10 Jahre nach Kriegsende 1955 war die Wiederbewaffnung ja beschlossen worden. Das hatte auch etwas damit zu tun, dass vorher der Koreakrieg stattgefunden hatte und dass man versucht hat, dann von westlicher Seite auch die Bundesrepublik mit in die NATO aufnehmen zu wollen. Und es ist so gewesen, dass halt am 5. Mai 1955 die Bundesrepublik erst überhaupt souverän geworden war. Aber die Voraussetzung ihrer Wiedergewinnung der Souveränität bestand darin, dass sie sich selber auch wiederum als Staat bewaffnet hatte und Teil war sozusagen dann der NATO, Mitgliedstaat der NATO geworden war. Ohne dieses, man hat seitens der westlichen Alliierten, der Besatzungsmächte, hatte man das sozusagen zur Voraussetzung erklärt. Insofern blieb denen, die sozusagen die Bundesrepublik als einen souveränen Staat erleben wollten, gar nichts anderes übrig, als dem zuzustimmen. Das war ein doch erheblicher Zwang. Bei Konrad Adenauer, den Christdemokraten, war das eigentlich einhellige Meinung, dass dem so sein solle. In der Sozialdemokratie war das umstritten eine Zeit lang, also insbesondere zu dieser Zeit. Später hat man dann ab 1961 dann auch die Position da gewechselt. Aber das ist eine große Herausforderung gewesen in den 50er Jahren. Und Teil dieser Herausforderung waren natürlich die Studierenden, die damit sich auseinandergesetzt haben und deren Position in der Regel darin bestanden hat, jedenfalls in dem politisierten Teil, sich als pazifistisch zu begreifen. Das heißt, die standen nochmal links von der SPD, ja, indem sie sagten, es soll eine neutralisierte Bundesrepublik sein, die am besten eine Art Verbindung, Konföderation mit dem anderen Teil Deutschlands bilden sollte? Oder wie hat man sich das vorgestellt? Ja, man muss, glaube ich, vor allen Dingen ein Thema neben der Wiederbewaffnung immer hinzudenken und hinzufügen, nämlich das der Wiedervereinigung. Mhm. Ja? Mhm. Und insofern haben sich diese ganzen Kontroversen abgespielt, auch immer in dem Möglichkeitsraum und in der Frage, ob es denn noch realisierbar sein könnte, die Wiedervereinigung beider deutschen Staaten zu realisieren. Und es gab dafür auch wiederum eine Partei, die das, nämlich den sogenannten Dritten Weg, dann auch sich auf die Fahnen geschrieben hatte. Das war die Gesamtdeutsche Volkspartei, die gegründet worden war von einem Mann, der noch als Bundesinnenminister in der ersten Regierungskoalition von Konrad Adenauer gesessen hatte, nämlich Gustav Heinemann, der später Bundesjustizminister geworden war und dann ab 1969 auch noch Bundespräsident. Und Gustav Heinemann war der Vorsitzende der GVP, der Gesamtdeutschen Volkspartei, und deren, schon vom Titel her, deren Ziel war es vor allen Dingen, die Wiedervereinigung Deutschlands herbeizuführen. Bis wann gab es diese Partei? Von 1952 an bis 1957, die hat sich dann nach der zweiten Bundestagswahl, die sie krachend verloren hatte, 1957, dann aufgelöst und hat ihren Mitgliedern anempfohlen, der SPD beizutreten. Das haben ganz viele dann auch gemacht, also insbesondere Gustav Heinemann Kräfte selber. Kräfte zu bündeln. Ja, und Erhard Eppler zum Beispiel, der dann ja SPD-Mitglied wurde, und auch Johannes Rau, ebenfalls späterer Bundespräsident, die sind dann die SPD gegangen. Die war schon nicht unwichtig, aber die hat es nicht vermocht, dann über die 5%-Hürde zu kommen. Und insofern blieb sie außerhalb des Bundestages und hatte dadurch natürlich keinen Einfluss auf die entsprechenden politischen Belange, weil sie sozusagen numerisch viel zu minoritär gewesen war. Wenn man es nochmal ein Stück verordnet, kann man ja sagen, 58 Karl Jaspers, die Atombombe und die Zukunft der Menschen. Ja, ja. Jemand, der sozusagen als politischer Philosoph plädiert für die Westeinbindung, für die Atomwaffen als Abschreckung, um die Freiheit zu erhalten. Ja, ja. Und 1960, 61, Freiheit oder Wiedervereinigung. Genau. Ebenfalls ganz deutlich Jaspers Votum gegen SPD, sozusagen gegen die SDS, auch lieber die Freiheit im westlichen Bündnis, als die Wiedervereinigung als Ziel zu haben. Also da kann man sagen, Jaspers steht auf der Seite CDU, wo auch immer, SPD auf der anderen Seite und SDS und Meinhof-Kreise sozusagen noch mal links von der SPD, um das sozusagen
Oder verstehe ich es falsch? Nein, nicht ganz. Ich würde es noch ein bisschen anders konnotieren. Also ich glaube, von Jaspers Seite, vor allen Dingen der zweiten Publikation, die Sie eben genannt haben, da war ja die Aufforderung enthalten, auf die Wiedervereinigung zu verzichten. Ja, man solle verzichten darauf. Um der Freiheit willen. Um der Freiheit willen. Ja, das sozusagen, also diese, ich sag mal, Änderung in der Prioritätensetzung war ihm sehr wichtig. Und das ist natürlich unterschiedlich aufgenommen worden. Wobei jemand wie Konrad Adenauer durch seine Politik der Westbindung ja eher jemand war, der sozusagen diese Position geteilt hat, weil er eher sagte, wir müssen vor allen Dingen darauf achten, dass wir unsere Freiheit, unsere politische Freiheit erhalten, als dem Ziel der Wiedervereinigung hinterherzurennen. Das wiederum wurde natürlich seitens der Sozialdemokratie und anderer Oppositioneller ihm zum Vorwurf gemacht und damit der gesamten damaligen Bundesregierung. Das hat natürlich auch mit dazu beigetragen, die politische Kontroverse in dieser Hinsicht wirklich sehr zu schärfen. Und ich glaube, Jaspers hat da eine ganz prononcierte Stellung eingenommen, weil er andererseits ja wiederum nicht verdächtig war, mit der Position der Bundesregierung oder Konrad Adenauer identisch zu sein. Nur in der Frage der Westintegration, ja. Das war für ihn ein wichtiges Moment. Ich glaube, das war sehr wichtig, ja. Vielen Dank. Dann, ja, das glaube ich ist eine ganz gute Darstellung der Zusammenhänge. Und dann nochmal zurück auf Frau Meinhof und diese studentische Position, für die sie ja in Münster unglaublich geworben hat und auch sehr erfolgreich, 58. Ja, ja, es gab eine große Kampagne, die nochmal unterschieden war. Es gab einmal diese Anti-Atom-Tod-Kampagne, wo sehr viele Arbeiter, Angestellte, Gewerkschaftler, die evangelische Kirche und so weiter mitgemacht haben. Das war die größte Kampagne, die es in den 50er Jahren gab. Übrigens viel numerisch, viel bedeutsamer als die 68er-Bewegung. Ja, da sind also Millionen auf die Straße gegangen. Allein bei einer einzigen Kundgebung am 17. April 1958 waren in Hamburg am Rathausmarkt 170.000, 180.000 Leute versammelt. Das war eine rein regionale Geschichte. Also daran kann man erkennen, wie viel da auf die Beine gegangen sind. Und es gab als Unterabteilung, wenn man so will, dieser Kampagne, gab es halt eine studentische Formation. Das heißt, an fast allen Universitäten hatten sich Aktionskomitees gebildet gegen die Atombewaffnung. Und Ulrike Meinhof ist dann aufgetreten am 20. Mai, als man bundesweit seitens der Studierenden protestiert hat, als die Sprecherin der Münsteraner Hochschulgruppe und diese Aktionsgruppierung, die wiederum sehr stark geprägt war durch den SDS. Und nach ihrer Rede, die sie dort gehalten hat, das muss eine fulminante Rede gewesen sein, die leider weder filmisch noch sozusagen auf Band aufgenommen oder reproduziert worden war. Es gab so Stimmen wie, das ist eine neue Rosa Luxemburg. Genau, also man hatte den Eindruck, man habe eine neue Rosa Luxemburg erlebt. Und das ist insofern interessant, weil es ja auch den Schriftsteller Erich Fried gab, der dann auf der Beerdigung von Ulrike Meinhof im Mai 1976, er war selber nicht zugegen, weil er hat ja zu der Zeit in London gelebt, aber er hat sozusagen einen Nachruf verlesen lassen und hat sie dort als die wichtigste Frau nach Rosa Luxemburg bezeichnet und sie im Grunde genommen an diesem Vorbild einer Sozialistin, die ja durch einen infamen Mordanschlag im Januar 1919 umgebracht worden war, zusammen mit Karl Liebknecht, auch nochmal versucht zu würdigen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich, dass eine junge Studentin mit Rosa Luxemburg da 1958 in Münster verglichen worden war und später dann nachher nach ihrem Tod nochmal. Ich meine, wir haben jetzt Mai 2021, Sophie Scholl ist jetzt vor 100 Jahren geboren worden. Ja. Das ist ja auch so eine Figur aus dem protestantischen Raum, mit der sie früh verglichen worden ist, der sie sich früh selbst angenähert hat. Ja. Also bevor sozusagen diese politische Wende vollzogen hat. Also sie hat ganz früh dieses Ikonografische selbst ernst genommen, ihre Frisur, also dieses Gewissenhafte, dieser Impuls, etwas zu wollen, scheint sehr früh angelegt gewesen sein. Und dann aber doch mit dem Wandel von Sophie Scholl hin zu Rosa Luxemburg im Sinne einer ganz anderen Ausrichtung. Naja, bei Sophie Scholl weiß man ja inzwischen auch durch die verschiedenen Biografien, die es über sie gibt, dass sie zunächst mal eine überzeugte Nationalsozialistin gewesen ist. Wie ihr Bruder auch. Also im BDM. Und Hans Scholl ist ja eigentlich, wie man inzwischen auch genauer weiß, die viel entscheidende, politisch entscheidendere Figur gewesen als Sophie Scholl. Aber Sophie Scholl ist überragend sozusagen als Ikonografie für diesen studentischen Widerstand im Nationalsozialismus geworden. Und interessant ist, und deshalb musste ich eben lächeln, als ich Sophie Scholl
wohl erwähnt haben, dass Klaus-Rainer Röhl, der Ehemann von Ulrike Meinhof und Chefredakteur der Zeitschrift Konkret, mit Ulrike Meinhof deshalb nichts zu tun haben wollte, weil er in ihr nur diese Sophie Scholl gemeint hat, wiederzuerkennen. Das hätte ihn schon sozusagen, sei ihm völlig auf die Nerven gegangen, dieses Moralisierende und dieses sozusagen dieses Frömmelnde so daherzukommen, das könnte er überhaupt nicht ertragen. Dann hat er sich aber irgendwie offenbar gewandelt, hat in dieser Ulrike Meinhof jemand anderes gemeint zu erkennen und dann sind sie sich näher gekommen und haben irgendwann auch geheiratet. Ich meine, das ist ja wirklich auch dieser Umschlagpunkt, dass diese Münsteraner Zeit eine ist, wo Meinhof in politische Kreise hineingerät, dann natürlich auch die Leute von konkret dieser Zeitschrift spüren und hören, da ist jemand, der hat ein charismatisches Talent, die kann sprechen. Ja. Es kommt zu ersten Treffen, wo das, was sie berichten, diese doch irgendwie im Grunde fast Abschreckung gegenseitig. Ja? Die moralistische, junge, engagierte Studentin und der etwas pöbelhaft und ordinär auftretende, etwas, wie würden Sie beschreiben? Ja, ich würde ihn nicht als pöbelhaft bezeichnen, sondern der hatte auch sowas, was Glattes. Ja? Der ist in seinem Auftreten, manche haben ihn mit einem Offizierstypen verglichen, also Klaus-Rainer Röhl als Konkretchef. Und der war ja selber seit dem 17. August 1956 Mitglied der illegalen KPD geworden. Also an dem Tag, als die KPD verboten worden ist, ist er eingetreten. Ja, das war eine frühe politische Karriere auf der Linken. So eine Art Trotzreaktion auch gewesen. Also wenn die verboten werden, dann muss ich irgendwie bei denen mitmachen und so weiter und so fort. Und das Verrückte ist, dass sie sich beide so abgelehnt hatten. Also die Meinhof hat über Röhl halt anfangs immer gemeint, der habe eine Agentengesicht und das war ein Fatzke, ein Angeber, mit so einem würde sie überhaupt nichts zu tun haben wollen. Und umgekehrt hat Röhl wiederum dieses Frömmelnde ständig verspottet an der Meinhof und so weiter. Also diese beiden waren überhaupt nicht voneinander geschaffen und dann haben sie sich gefunden. Und zwar im September 1958 bei einer Begegnung, die durch drei, wenn man so will, Emissäre der Konkretgruppe, also der Gruppe um die Zeitschrift Konkret, die voll in der Hand der illegalen KPD war, die sind nämlich nach Marburg gereist und haben dann die Meinhof zu einem Ausflug in ein Gartenlokal überredet. Und dort hat es dann auf einmal gefunkt zwischen Röhl und Meinhof. Also wollten sie anwerben, um mitzuarbeiten. Und dort haben sie sie auch angeworben. Und anschließend wurde sie, wie in Anführungszeichen, ein Beutestück nach Ost-Berlin entführt. Und man hat damit angegeben, dass sie eine solch attraktive Frau, junge Frau, Studentin gewonnen haben für die Sache der KPD, für die Sache des Kommunismus. Und dann war man sich im Klaren darüber, dass sie sozusagen eine hochkarätige Vertreterin, wenn auch verdeckt, einer kommunistischen Politik sei, die dann halt ein Jahrzehnt lang Kolumnen für die Zeitschrift Konkret geschrieben hat und damit bundesweit Anerkennung gefunden hat, auch bei konservativen Leuten, wie Joachim Fest oder auch wie Marcel Reich-Ranitzky, zum Teil auch Bewunderung sogar, wegen ihrer Position, die sie eingenommen hat, insbesondere was die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus anbetraf. Das heißt, um nochmal auch auf ihre Ziemser zurückzukommen, also sie wird angeworben für die KPD, reist mit nach Ost-Berlin. Ja. Und Renate Riemek ist aber nicht direkt involviert, aber unterstützt, als sie davon erfährt, diese Entwicklung, wenn ich es richtig verstehe. Ja, das weiß man nicht genau, wie das im Einzelnen gelaufen ist, weil das alles natürlich verdeckt damals sich abgespielt hat und erst im Nachhinein bestimmte Leute dann darüber bereit waren, sozusagen Interessierte darüber aufzuklären. Mhm. So hat das Klaus-Rainer Röhl dann später zu Protokoll gegeben, aber auch ihr Instrukteur, manche sagen Führungsoffizier, ein Mann namens Manfred Kapluck, der da sehr entscheidend war, der in Wuppertal ansässig war und der ungefähr 100 Leute für die illegale KPD angeworben hat. Und die wichtigste und prominenteste war sicherlich Ulrike Meinhof. Mhm. Man hat dann dafür gesorgt, dass es dann immer sozusagen Kooperationsbeziehungen gab. Röhl und Meinhof reisten nach Ost-Berlin in konspirative Wohnungen, bekamen dort halt Direktiven halt vorgelegt, was als nächstes in der Zeitschrift konkret veröffentlicht werden solle. Und zwar mit bestimmten Positionen versehen, bestimmte Autoren und so weiter und so fort. Und interessant war dabei, dass diese Zeitschrift halt auch DDR-kritische Artikel verfolgen musste und publizieren musste, um den Anschein zu erwecken, als sei sie unabhängig, was aber überhaupt nicht stimmte. Und ein letztes Wort noch dazu, weil sie nämlich monatlich für jedes Heft 40.000 D-Mark bekam. Und diese Summe war unglaublich hoch für die damalige Zeit. Das heißt, sie war vollständig abhängig von der Unterstützung der SED-Gelder.
Das heißt, wenn man sich ein bisschen auch die Zeitschriftenlandschaft sich anschaut in der Bundesrepublik, es gab den Merkur, eine liberale Zeitschrift bei Klett-Cotta, es gab die Neue Rundschau bei S. Fischer, dann gab es aber den Monat, eine Zeitschrift, wo man später erfuhr, dass sie durchaus von der CIA mitfinanziert wird. Und die Frankfurter Hefte? Die Frankfurter Hefte. Eugen Kogon, Walter Dirks. Also die Linkskatholiken sozusagen. Ja. Und dann konkret als eine Zeitschrift, die erstmal aus einer Seitenposition kam, aber sie dann relativ rasch auch mit Ulrike Meinhof herausgearbeitet hat, zu einem sehr anerkannten Blatt. Ja. Peter Rühmkopf war mit dabei, noch neben Röhl. Ja, und Arno Schmidt. Also der Name konkret stammt, ursprünglich hieß die Studentenkurier, diese Zeitschrift, war im Mai 1955 gegründet worden vom Zentralrat der FDJ als eine West-Publikation. Das ist auch schon sehr wichtig, also zu wissen, wer steckt da eigentlich dahinter. Erich Honecker war sozusagen maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass diese Zeitschrift gegründet worden ist. Und die ist dann auf Vorschlag von Arno Schmidt umbenannt worden, Zeitschrift konkret. Und zwar deshalb, weil Schmidt der Ansicht war, dass man nicht nur sich an Studierende wenden solle, sondern dass man das sozusagen als eine kulturelle Zeitschrift für ein breiteres Publikum sich vorstellen möge. Und dann wurde die dahingehend umbenannt und seit 1958 hieß sie dann tatsächlich konkret und hat da auch sehr viel mit dazu beigetragen, hat ja einen enormen Einfluss gehabt und enorme Kontroversen ausgelöst, also bis dahingehend, dass zum Beispiel ein Gerichtsverfahren zwischen Franz Josef Strauß als dem damaligen Bundesverteidigungsminister gegen Ulrike Meinhof gegeben hat, weil nämlich Meinhof in einer Kolumne halt Strauß mit Adolf Hitler verglichen hatte. Und derjenige, der die Meinhof verteidigt hat, war wiederum der Rechtsanwalt Gustav Heinemann und der hat auch einen Freispruch für sie herausbekommen. Das heißt, konkret war ein wirklicher Tumultplatz, kann man sagen, wo es hochherging. Der aber auch von literarisch hochstehenden, bekannten Leuten, Rühmkopf, Arno Schmidt, lanciert war, das heißt, war anerkannt auch in der literarischen, kulturellen Welt. Aber Meinhof, das, wenn ich es richtig verstehe, war für konkret als Kolumnistin, die sozusagen Meinungsartikel schreibt, für ein Jahrzehnt die Star-Kolumnistin, wie das auch Peter Rühmkopf auch gesagt hat, die sozusagen die Strahlkraft hatte, über die Zeitschrift, nicht mal als Studentin, dann in die Meinungsbildung der Bundesrepublik auf dem linken Spektrum sozusagen einzuwirken. Stimmen zu sammeln. Man kann das auch daran erkennen, was die Karriere von Ulrike Meinhof betrifft. Seit 1965, 66 saß sie bei Podiumsdiskussionen, die im Fernsehen übertragen worden sind, mit am Tisch und hat dort eine wichtige Stimme eingenommen. Das heißt, sie war auch für ein breites Millionenpublikum erkennbar. Und aufgrund ihrer gesamten Physiognomie und ihrer Ausstrahlung hatte sie wirklich etwas sehr, sehr Beeindruckendes. Zum Teil auch durch ihre Strenge. Sie ist als sehr strenge sozusagen Richterin über die Politik zunächst mal der Adenauer-Regierung, dann später der Großen Koalition aufgetreten. Sie galt sozusagen als eine Art von Meinungskorrektiv im Spielball der großen Pressekräfte, sei es des Axel Springer Verlags auf der einen Seite und der FAZ meinetwegen auf der anderen Seite, der Süddeutschen Zeitung, der Frankfurter Rundschau als den linksliberalen Blättern. Und Merkur natürlich, Neue Rundschau. Ja, aber Merkur ist eine intellektuelle Zeitschrift, eine akademische Zeitschrift gewesen, die ja nicht sozusagen... Aber auch Debatten mitgeprägt. Ja, das sicherlich, aber es ist ja noch was anderes. Ich spreche jetzt vor allen Dingen von Tageszeitungen. Gut. Und es ist noch insofern anders gewesen, weil man muss sich vorstellen, eine Zeitschrift, ein Organ wie der Merkur ist ja völlig ohne Abbildung sozusagen an die Kioske gekommen. An den Geist gerichtet. Genau. Und im Gegensatz dazu war eine Zeitschrift wie konkret DIN A3-Format zunächst mal, unglaublich stark durch ihre grafische Gestaltung geprägt gewesen und später halt durch ihre Sexbilder. Ja? Also 1964 wurde übrigens die Finanzierung durch die DDR eingestellt, weil man sich überworfen hatte. Dann hatten sie kein Geld mehr. Dann hat Rühmkopf die Idee gehabt, man sollte versuchen, diese finanzielle Schwächung durch eine Auflagensteigerung zu kompensieren und das mit Hilfe von leicht bekleideten jungen Frauen. Und das heißt, Eros spielte eine Rolle. Das spielte da eine große Rolle. Das spielte eine große Rolle. Und nochmal zurück zu Ulrike Meinhof. Ich glaube, das ist ganz wichtig auch für die Zuschauer. Jürgen Seifert, ihr Kompagnon sozusagen aus den frühen Münsteraner Zeiten, hat es mal sehr treffend auch beschrieben, was ihre
so Meinungsaufsätze, Essays angeht, diese Polarisierung, dieses Entweder-Oder. Ja, sie konnte sozusagen ganz scharf zuspitzen, entweder so oder so, also ein Moralismus der Entscheidung, könnte man sagen. Ja. Und da ist mein Eindruck, als ich das las, doch sehr stark, wenn ich an ihr Studium denke, an den Jaspers-Schüler Oskar Hammelsbeck, den sie in Wuppertal hatte, an die Existenzphilosophie mit Sören Kierkegaard, die Entscheidung, entweder oder, an Jaspers selbst, der dieses entweder so oder so, Wiedervereinigung oder die Freiheit. Das heißt, da kommt doch sozusagen auch etwas protestantisch-entscheidungsmäßiges entweder oder in die Art der politischen Diskussionsführung bei ihr zum Ausdruck, was sozusagen, würde ich, das wäre meine Frage, ob das nicht sozusagen etwas ist, was aus diesen philosophisch-protestantischen Hintergründen kommt und sich in der Art der politischen Diskussionsführung dann verwandelnd nochmal neu äußert. Ja, also was Sie jetzt so als Entweder-Oder-Disposition eingeführt haben. So beschreibt es Seifert. Ja, das ist zweifelsohne zutreffend. Das ganz bestimmt so. Sie ist natürlich auch ein Kind des Existenzialismus gewesen. Ja. Das darf man nicht verkennen. Und aufgrund der Nähe, der zeitweiligen Nähe, die es zumindest zwischen Karl Jaspers und Martin Heidegger gegeben hat, weiß man, dass es da auch sozusagen eine Art von Überschneidung in den philosophischen Ansätzen gegeben hat. Andererseits aber ist der Existenzialismus der 50er Jahre vor allen Dingen durch Sartre und Camus geprägt gewesen. Aber auch Sartre war ja maßgeblich. Aber Meinhof hat einen Jasper-Schüler als Lehrer gehabt. Ja, aber das ist, ob das so entscheidend war. Aber gut. Glaube ich nicht, weil es sind natürlich eine ganze Reihe von intellektuellen Quellen, die man relativ gut nachweisen kann. Bei Beginn ihres Studiums 1955 im April in Marburg. Also sie hat auch Veranstaltungen zum Beispiel von Wolfgang Abendroth besucht. Mhm. Aber sie war damals maßgeblich eigentlich darauf aus, ein Lehrerstudium absolvieren zu wollen. Sie wollte Lehrerin werden ursprünglich. Und das hat sich dann weiter ausgeweitet. Und sie hat dann vor allen Dingen auch Literatur, dann zeithistorisch-politische. Mhm. Deshalb kam Jaspers, spielte dann natürlich auch mit seinem Buch über die Atombombe eine Rolle. Aber auch Robert Jung zum Beispiel. Mhm. Ist eine Art von Enthüllungs-, Aufklärungsliteratur über die Gefahrendimensionen im Kalten Krieg, die mit der Atomrüstung zusammenhing. Das hat sie sehr aufgewühlt und das hat eine existenzielle Konnotierung bekommen. Mhm. Dafür spielte natürlich auch eine philosophische Orientierung eine Rolle, aber sie ist es nicht allein gewesen, weil ich glaube, es lässt sich am ehesten erklären aus ihrer christlichen Fundierung. Ich glaube, Ulrike Meinhof kann man nicht verstehen, ähnlich wie das bei Rudi Dutschke der Fall war, der ja auch bis an sein Lebensende ein überzeugter Christ gewesen war. Bei Ulrike Meinhof wird man das bis zu ihrem Lebensende 1976 nicht so ungebrochen sagen können, aber sie ist auf jeden Fall sehr christlich sozialisiert gewesen. Und ich glaube, aus diesem christlichen Kontext heraus hat dann so eine ursprünglich über Kierkegaard vermittelte und existenzialistisch dann ausformuliertere Position der moralischen Politik. Das hat eine entscheidende Rolle gespielt. Entschiedenheit sozusagen. Die Entschiedenheit, die Entschiedenheit. Dies, was Sie mit dem Entweder-Oder, mit dieser Disposition zur Sprache gebracht haben. Ins politische gewandelt dann. Genau, genau. Und Sie beschreiben es ja auch in Ihrer Geschichte der 68er-Bewegung sehr ausführlich, wie dann in den 60er-Jahren sich diese Keimzelle von Konkret, ist ja ein Teil einer großen Bewegung und mit einem ganz spezifischen Flair in Hamburg, sehr bürgerlich eigentlich noch, Röhl, als jemand, der diese Widersprüche in seiner eigenen Person auch ausdrückt, der ist jemand, der für die Arbeit, der für die geknechtet sind, spricht, aber auf Sylt Urlaub macht mit dem höchsten Adel, gut, er hat in Blankenese gewohnt, war im Grunde genommen. Beschreiben Sie, Sie wohnen in Hamburg. Wie ist das, diese Spannung? Ja, das sind die Elbschusssee-Stalinisten gewesen. Also so hat man darüber gespottet. Ja, also diejenigen, die einerseits an der Elbschusssee gewohnt haben, insofern entsprechend betucht gewesen sein mussten und andererseits sich dann aber auf die Seite der Arbeiterbewegung, der Arbeiterklasse als solche gestellt haben. Das ist ja zunächst mal gar nicht ehrenrührig, sondern man könnte ja umgekehrt, wenn man sozusagen dieses Spöttelnde da rausnehmen wollte, sagen, man soll doch froh sein, dass es Leute gegeben hat, die über entsprechendes Vermögen verfügt haben, dass die gleichzeitig
zumindest qua Kopf bereit waren zu sagen, wir sind eigentlich dafür, dass halt die Arbeiterschaft eine größere, eine andere Rolle in der Politik spielen soll. Und das ist ja zunächst mal irgendwie nachvollziehbar. Aber bei Röhl ist es noch anders gewesen. Er hatte ja dieses Geld eigentlich über seine Rolle als Chefredakteur der Zeitschrift konkret sozusagen erworben. Anfangs ja, wie gesagt, dann noch sozusagen als der verlängerte Arm der SED und der illegalen KPD und dann später aber unabhängig geworden. Aber man kann diese Zeitschrift, glaube ich, auch nicht verstehen, ohne einen weiteren Begriff zu verwenden, nämlich den der Neuen Linken. Die Zeitschrift konkret mag ein Kind der SED und der illegalen KPD gewesen sein, aber sie wurde dann die maßgebliche Publikumszeitschrift der Neuen Linken und insofern für den Kontext der 68er-Bewegung, die ja als Kern eine Studentenbewegung hatte, war sie maßgeblich, die entscheidenden Kontroversen haben sich dort abgespielt und dann ein Blatt, das man dann am ehesten mit dem Merkur vergleichen könnte, das war die Zeitschrift Kursbuch, die wiederum von Hans-Magnus Enzensberger gegründet worden 1965. Da treffen sich Merkur und Kursbuch sozusagen auf einer Ebene. Da geht es um Texte, da geht es nicht um grafische Gestaltung, da geht es auch um anspruchsvollere Texte. Und um Grautöne sozusagen. Ja, ja, das ist anders. Und da haben dann Martin Walser meinetwegen geschrieben, auch andere Figuren, prominente Figuren, als das dann zu der Zeit jedenfalls in konkret das heißt, der Fall gewesen wäre. Ja. Konkret ist bewusst politischer, eindeutiger, schwarz-weißer in diesem Sinne. Und wenn ich es richtig verstehe, mit Ulrike Meinhof über lange Zeiten als der Stimme, die sogar noch nach der Trennung von Röhl, sie ging ja dann Mitte der 60er Jahre, als die Spannung zu Hause zu stark wurde zwischen ihnen, alleine nach Berlin, blieb aber der Zeitschrift noch verbunden. Ja, bis 1969. Dann hat sich das ganz getrennt und sie hat auch versucht, vom Journalismus dann sich abzukehren, abzuwenden. Und ist ja dann, das war bereits die Vorbereitungszeit zur Gründung der RAF und dann halt in den Untergrund gegangen. Ich wollte an der Stelle, Sie sind Hamburger, aber Sie leben jetzt heute in Hamburg. Und Peter Rühmkopf hat in diesem, finde ich, fantastischen Buch Die Jahre, die er kennt, eine Chronik, die 72 erschien, eine Art Tagebuch, kann man sagen, politisches Tagebuch, auch sehr, sehr ausführlich über seine Bekannte oder Freundin Ulrike Meinhof geschrieben, über diese Frau, die eigentlich zu Waffen keine Beziehung hatte, die sich langsam dem annähert, was man Gewalt nennt. Wie würden Sie diese Notate von Rühmkopf einschätzen? Die sind großartig. Also man kann die wirklich auch mit literarischem Genuss lesen. Rühmkopf hatte das Talent, die RAF in ihrer ersten Generation zu interpretieren als eine große Theaterveranstaltung. Mit Ironie auch. Genau, mit mehr als nur Ironie. Das spielte vieles eine Rolle. Er kannte die ja fast alle persönlich, die in dieser Gründergeneration zugange waren. Und natürlich über Ulrike Meinhof hatte er einen besonderen Zugang dazu. Und der hat es fertiggebracht, das aus einer gewissen Distanz als Schriftsteller dann auch sozusagen in dem, was daran irrational war, also eine Gruppe, eine Untergrundgruppe als Rote Armee-Fraktion bezeichnen zu wollen, sozusagen als sei sie die Vorhut der Roten Armee, die es ja immer noch gab, nämlich der Sowjetarmee dann zu bezeichnen. Das war ja natürlich reiner Irrsinn. Und das noch in West-Berlin zu gründen, die ja lange Zeit Angst hatten davor, dass sie vereinnahmt werden würden durch das Militär des Sowjetkommunismus oder der DDR, wie auch immer, der Warschauer Paktstaaten. Das ist ja schon mehr als nur komisch. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, Rühmkopf als eine ironische, genau beobachtende Figur, die sich aber immer als Literat herausgenommen hat, sich aus den aktiven Bezügen herauszunehmen, zu beobachten, nicht eindeutig zu engagieren, mit dem Wort zu engagieren, aber in den Taten nicht, oder wie würden Sie ihn beschreiben? Das würde ich ein bisschen auch als nachträgliche Verharmlosung interpretieren. Mhm. Er hat auch, ich glaube, mit verdeckten Karten gespielt. Okay. Einerseits wusste man bei der Gründung der Zeitschrift, also nicht mal Studentenkurier, dann Zeitschrift konkret, dass man diesen jungen Schriftsteller nicht irgendwie beschädigen oder in Verlegenheit bringen wollte durch eine zu aktive Rolle in der illegalen KPD. Aber ich glaube, dass er da eine praktische Rolle auch gespielt hat. Er ist zum Beispiel sehr früh bereits, ich glaube 1957 war das,
im Auftrag der Partei mit nach China gereist, eine wochenlange Reise durch die Volksrepublik China, was sehr ungewöhnlich war. Und daran kann man erkennen, wie stark er eigentlich auch eingebunden war. Später ist seine Rolle eigentlich die eines Zaungastes eher gewesen. Und eine ähnliche beobachtende Rolle hat Stefan Aust, der spätere Spiegel-Chefredakteur, gespielt, der ja Ulrike Meinhof auch als sehr, sehr junger Redakteur, nämlich mit 19, 20, unmittelbar nach dem Abitur in Stade, dann nach Hamburg zu gehen und dann Zugang zur Konkretredaktion zu finden. Der war ja sehr eng mit Ulrike Meinhof in ihrer aktiven Zeit in der 68er-Bewegung, auch in Berlin nach dem Attentat auf Rudi Dutschke und als man dann vor das Springer Verlagshaus April 68, oder? Das war der 11. April 68 abends, ist man dann ja zu Tausenden vor das Springer-Hochhaus an der Mauer gelegen damals gezogen und da sind ja die Auslieferungsfahrzeuge angezündet worden. Ulrike Meinhof hat also, das ist nun eine kleine episodenhafte Verschränkung, dafür gesorgt, dass ihr Kleinwagen abseits davon geparkt wurde, damit er bei den Auseinandersetzungen, die da zu erwarten waren, in Sicherheit gebracht würde, weil sie sich nicht leisten konnte, dann sich im Zweifelfall ein neues Auto kaufen zu müssen. Ich meine, das finde ich einen wichtigen Tag. Also Rühmkopf beschreibt das so in seinem Tagebuch, dass sie im Grunde sich da annähert an die Gewalt, aber es ist erstmal belässt dabei, dass sie Steine heranträgt, die anderen wiederum auf das Springer-Hochhaus werfen. Also so eine ganz dezente Annäherung auf etwas, was eigentlich nicht in ihrem Naturell lag, selber als alter Pazifistin Gewalt anzuwenden. Sie wurde auch bezeichnet als die Frau mit zwei linken Händen. Sie war für die Tat, für das, was sie dann glorreich als die Praxis in einem emphatischen Sinne bezeichnet hat, überhaupt nicht geschaffen. Also sie hat sich zum Beispiel 1970 auch zumindest an einem Banküberfall beteiligt, hat dort aber den Großteil der Beute liegen gelassen. Man hat das völlig vergessen, dass sie, die war so aufgeregt offenbar, dass sie den Hauptteil der Beute, ich glaube 100.000 D-Mark damals, liegen gelassen hat und ist dann anschließend entsprechend verspottet worden. Man wusste, dass man mit ihr am besten keine Aktion durchführen sollte. Das würde irgendwie schief gehen. Ja. Sie hat ja die Rolle eigentlich einer Propagandaministerin der RAF wahrgenommen. Sie hat die entscheidenden Erklärungen jedenfalls für die Gründergeneration formuliert. Das trägt alles ihre Handschrift. Wenn man da einen Schritt mal zurückgeht, das war für mich eindrücklich, es gibt diesen berühmten Frankfurter Kaufhausbrand, das Attentat auf ein Kaufhaus. Und sie hat dann eine Kolumne geschrieben, wo sie, glaube ich, sinngemäß sagt, es ist besser, ein Kaufhaus anzuzünden, als ein Kaufhaus zu führen. Also eine indirekte Apologie, Rechtfertigung der Tat, aber noch keine direkte Legitimierung der Gewalt. Ja. Und das ändert sich ja in der Zeit. Sie lernt Bader und Enzlin kennen, die bei ihr wohnen in Berlin. Und dann gibt es diese berühmte Befreiung von Andreas Bader, der zwischenzeitlich inhaftiert worden war, nachdem er beim Autofahren aufgefahren war mit einem falschen Führerschein. Und sie will eigentlich nur dabei sein, das initiieren, diese Möglichkeit der Entführung oder der Rettung, der Befreiung. Und dann entscheidet sie sich selbst mit bei der Befreiung, wo ein Polizist angeschossen oder ein Mitarbeiter des Hauses, der Bibliothek angeschossen wird, aus dem Fenster zu springen. Wie schätzen Sie diese Szene ein als Schlüsselszene? Naja, man hat die oft versucht zu interpretieren, weil es war letztlich ein Sprung, der irreversibel war. Damit war sie im Untergrund. Anschließend sind ja Plakate in Berlin ausgehängt worden, Fahndungsplakate, auf der nur Ulrike Meinhof abgebildet war, keine anderen der RAF, die damit gegründet wurde. Man weiß nicht genau, ob sie es wirklich geplant hatte, sich daran zu beteiligen. In dem Sinne, sie war schon daran beteiligt, das war schon klar. Sie wollte, dass Andreas Bader auch mit Gewalt befreit werden würde. Aber ob das identisch war, von ihrer eigenen Intention her, mit dem Schritt auch in den Untergrund zu gehen, ich glaube eher nicht. Das ist dann aus dieser sich überstürzenden Situation dann so entstanden, weil jemand dann eine Schusswaffe eingesetzt hat und dieser Bibliotheksangestellte Linke halt schwer verletzt worden war, der hätte möglicherweise daran sterben können. Deshalb ist sie mit aus dem Fenster gesprungen und war dann halt im Untergrund und da gab es dann sozusagen kein Entrinnen mehr. Dann war der weitere Weg vorgezeichnet, insbesondere durch ein berühmtes Interview, das die französische Journalistin Michelle Rey mit ihr geführt hatte, in dem sie ja erklärt hatte, natürlich kann auf
Polizisten, weil Bullen seien Schweine, geschossen werden. Natürlich kann geschossen werden. Und damit hat sie sozusagen in einem propagandistischen Sinne hat sie eine Entgrenzung vorgenommen, die wirklich verheerend war. Weil man musste jetzt davon ausgehen, dass diejenigen, die es für die RAF entschieden hatten, dass die auch bereit seien, im Zweifelsfalle sofort die Knarre zu ziehen und die Staatsschützer dann auch niederzustrecken. Mhm. Das war wirklich verheerend. Das war eine Art von, man könnte es sagen, Dammbruch. Und das hat wirklich mit dazu beigetragen, dass diese ganze Geschichte halt auch sehr stark von Anfang an kriminalisiert werden konnte, obwohl sie sich selber ja von ihren Intentionen her die RAF-Mitglieder halt politisch verstanden wissen wollten, aber das konfligierte da miteinander. Das ist vielleicht, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Sie haben ja dieses große Opus geschrieben der 68er-Bewegung weltweit, und für mich war immer wichtig, dass sozusagen auch die deutsche RAF mit ihrem politischen Interesse sich stark gespiegelt hat in den internationalen Bemühungen. Che Guevara in Südamerika, in Kuba. Che Guevara, der umgekommen war, der zu einer Ikone geworden ist in dieser Zeit mit seiner Guerilla. Wie schätzen Sie das ein, Che Guevara? Ich glaube, Rudi Dutschke hat ihn auch sehr verehrt. Sein Sohn, glaube ich, der erste Sohn heißt Hosea Che, also Altes Testament, prophetischer Name, plus der Vorname von Che Guevara. Wie war das für Ulrike Meinhof? Konnte sie sich auch in diese Tradition mit dem Konzept Stadtguerilla einzeichnen? Naja, sie hat die Gründungsschrift, das Konzept Stadtguerilla verfasst. Das ist eigentlich schon die Antwort darauf. Ja. Sie hat versucht, sozusagen das eigene Verständnis, die Selbstdefinition, nämlich Stadtguerilla sein zu wollen, das stammt aus ihrem Mund, aus ihrer Feder. Sie hat das formuliert. Also insofern hatte sie eine enorme Definitionskraft darüber, wie diese bewaffnete Gruppierung überhaupt aufgetreten entstanden ist. Das heißt, man hat sich sozusagen solidarisiert mit den Völkern Südamerikas und denen, die für diese Völker kämpfen wollten. Naja, das ist ein bisschen ganz so einfach ist es nicht. Es gab zwei verschiedene Linien in der RAF. Man muss erst mal wissen, es gab ein Gründerquartett bestehend aus Ulrike Meinhof, Horst Mahler, Andreas Bader und Gudrun Enslin. Die beiden letztgenannten waren ein Paar, ein Liebespaar. Die sind als Paar in die RAF-Gründungsgeschichte eingegangen. Und die anderen beiden, Meinhof und Mahler, hatten zwei unterschiedliche Konzepte. Das zweite Gründungspapier über den bewaffneten Kampf in Westeuropa stammte von Horst Mahler. Mahler hatte eine andere sozusagen strategische Option als Meinhof verfolgt. Die Meinhofsche Option bestand darin, über bewaffnete Aktionen letztlich das Proletariat auf die eigene Seite ziehen zu wollen. Mahler hat darin gar durch keine Aufmerksamkeit, die man erregt, oder? Ja, alles Mögliche. Mhm. Also da, indem man für Gerechtigkeit antritt und dazu bereit ist, das eigene Leben zu opfern oder den Spiegel zu bringen und so weiter. Mahler war davon überhaupt nicht überzeugt. Für ihn galt das Proletariat als so weit integriert und opportunistisch, dass er mit denen gemeint hat, nicht in einem so engen Sinne jetzt auf eine Art Bündnis oder weiter intentional das abstimmen zu können. Er ging davon aus, dass sich die Befreiungsbewegung der Dritten Welt, dass diejenigen diese Kräfte seien, mit denen man kooperieren müsste. Das heißt, der hatte die Option Dritte Welt. Und Ulrike Meinhof, wenn man das ganz kurz in Formel pressen wollte, und Ulrike Meinhof hatte die Parole Industrieproletariat. Ja, das sind sozusagen die Adressaten gewesen. Im einen Fall ging es halt um die Unterdrückten der Dritten Welt, Franz Fanon, ja, und im anderen Fall ging es halt um die Befreiung des Proletariats. Das sind ganz unterschiedliche, wenn man so will, historische Subjekte, die man vor Augen hatte, aber das ist sozusagen ein Weg gewesen, gespalten war. Aber im Begriff Stadtguerilla kommen sie zusammen sozusagen, weil Guerilla ist an sich Südamerika. Stadtguerilla, in der Hinsicht stimmten sie halt überein. Sie waren beide der Überzeugung, dass man halt in der Form einer Stadtguerilla das beginnen sollte. Eines Kampfes, bewaffneten Kampfes. In den Metropolen. Mhm. Ja, das ist ja auch, also wenn man Stadtguerilla denkt, dann denkt man zugleich, jedenfalls in der Definition von Ulrike Meinhof, darüber nach, dass das eine Gegenüberstellung war der Metropolen im Verhältnis zur Dritten Welt, zu den Nicht-Metropolen. Mm. Und in diesen Industriemetropolen sei es halt besonders schwierig, halt diesen bewaffneten Kampf zu entfachen, weil es hier so, es gibt ja keinen Dschungel, kein Gelände, wo man sich so gut und so leicht verbergen kann. Also man hätte ja eine Untergrundarmee in dem Sinne gar nicht aufbauen können, das wäre sofort aufgeflogen. Mm. Das ist ganz, ganz schwierig gewesen. Insofern ist auch erklärbar, warum im Herbst 1971 Ulrike Meinhof sich an
die nordkoreanische Diktatur von Kim Il-sung gewandt hat, mit der Bitte, man möge doch dort sie unterstützen und ihnen Trainingsgelände zur Verfügung stellen, weil es zu unsicher sei, das im eigenen Land tun zu wollen. Das war sozusagen eine, in einem langen Brief verfasster Appell, der dann aber offenbar auch nichts gefruchtet hat. Wenn ich es richtig verstehe, kommt bei Ulrike Meinhof dann doch fast auch so ein Impuls, also diese Offenheit, die Erwartung, was das Proletariat angeht, die Unterdrückten in der Gesellschaft, auch deren Offenheit, die man gewinnen kann, was Missionarisches, was mich an fast urchristliche Szenen erinnert, sozusagen die Menschen gewinnen, die sozusagen auch eine große Gemeinschaft bilden sollen. Ja. Also ich weiß nicht, ob das zutreffend ist. Es gibt bei Heinrich Heine solche fantastischen, utopischen Szenarien einer sozusagen gerechten Gesellschaft von unten her, die selbst sogar Jürgen Habermas mit begeistern kann. Ist da sozusagen so ein Impuls vorhanden? Ja, eines großen Sozialismus der ungerecht Behandelten? Also zumindest in einer Vorform. Ulrike Meinhof war ja unmittelbar, bevor sie dann die RAF mitbegründet hat, aktiv im Rahmen einer sogenannten Randgruppenkonzeption, ein Stichwort, das von Herbert Marcuse stammt, weil man dachte, dass diejenigen, die mit dieser Gesellschaft, der sogenannten spätkapitalistischen Gesellschaft, im Unfrieden sich bewegen, seien die Randständigen. Mhm. Und da hat ein besonderes Interesse existiert für die sogenannten Fürsorgezöglinge. Das heißt, diejenigen, die in bestimmten Anstalten, Verwahranstalten dann als Jugendliche dann sozusagen auch kaserniert worden waren, die hat man versucht regelrecht zu befreien. Man hat die rausgeholt und über die hat dann ja Ulrike Meinhof einen Film gedreht, Bambule, der dann aber aufgrund der Tatsache, dass sie in den Untergrund gegangen war, dann nicht gezeigt werden durfte. Ist das sehr viel später im Fernsehen gezeigt worden. Als historisches Material sozusagen. Ja, und sie war damals ja sozusagen als Feuilletonistin auch im Rundfunk sehr stark vertreten, im Hessischen Rundfunk insbesondere. Mhm. Dafür hat sie sehr viele Rundfunksendungen gemacht und dann halt diesen Dokumentarfilm. Mhm. Daran kann man erkennen, es ging ihr um diese Gemeinschaft und Vergemeinschaftungsform von jungen Leuten, die völlig entrechtet waren in diesen Fürsorgeanstalten. Und mit denen gemeinsam hat sie versucht, ja dann auch die RAF mit aufzubauen. Also jemand wie Peter-Jürgen Boog, der später eine wichtige Stimme wurde in der Berichterstattung über die erste Generation der RAF, war ein Fürsorgezögling. Das heißt, einige derjenigen, die man dort aus diesen Heimen und Anstalten herausgeholt hatte, wurden dann auch in die RAF mit integriert. Ich erinnere mich auch daran, dass es in Heidelberg das sogenannte sozialistische Patientenkollektiv gab. Es ist ja auch so eine Art Unterform, auch mit Beziehung zur RAF. Wie schätzen Sie das? Ist es auch so eine Art marginalisierten Gruppe, die Psychiatriepatienten, die sozusagen versuchen, ihr Recht zu erlangen? Ja, das ist auch noch eine komplexe Geschichte, wofür das SPK, das Sozialistische Patientenkollektiv, steht. Ihre Parole lautete, aus der Krankheit eine Waffe machen. Ja, das ist auch eine ziemlich wahnwitzig zugespitzte Parole gewesen. Aber der Anstoß selber, das Anliegen, sozusagen den Patienten die Möglichkeit zu verschaffen, durch Vergemeinschaftungsformen sich selber anders einzubringen und sich auch ein Stück weit von einer totalen Institution wie der Psychiatrie zu emanzipieren, spielte eine nicht unwichtige Rolle. Mhm. Aber dieses SPK in Heidelberg wurde eigentlich eine Personalrekrutierungsstelle der RAF, wie sie kaum eine andere gegeben hat in dieser Dichte. Also da sind reihenweise Leute dann zur RAF gegangen. Das SPK hat zeitweilig selber sogar mit dem Gedanken gespielt, dafür gab es Ansätze, als eigene Untergrundgruppierung dann sozusagen aktiv zu werden. Mhm. Man hat, was weiß ich, Schießübungen absolviert und alles Mögliche gemacht. Also das ist eine Geschichte gewesen, die schon halb sozusagen mit einem Bein in der Illegalität und im Untergrund selber sich befunden hat. Aber insgesamt komplex, weil es gab auch Leute, die nur an einem Konzept der Psychiatrisierung und einer veränderten Form der Psychiatrie interessiert waren. Also das ist diffizil, das im Einzelnen auseinanderzuhalten. Aber Meinhof, Bader und Enslin, die hatten enge Kontakte dazu. Und insbesondere Enslin und Bader haben es eine Zeit lang beim SPK in Heidelberg sogar selber aufgehalten. Vielleicht zuletzt auch eine sehr komplexe Frage, der Tod Ulrike Meinhofs, die im Mai 1976
wahrscheinlich freiwillig aus dem Leben gegangen ist, sich das Leben genommen hat. Ihr Freund Jürgen Seifert beschreibt es so, damals eine vollkommen umstrittene Beschreibung, für die er sehr viel Kritik auf der Linken geerntet hat, bis heute nicht geklärt. War es eine Selbsttötung, war die Tötung initiiert von anderen, von dritter Seite? In jedem Fall am 8. Mai, am symbolträchtigen Tag für Jürgen Seifert in Stammheim damals. Wie schätzen Sie diesen Tod Ulrike Meinhofs ein? Also ich muss dazu sagen, ich habe sie einmal erlebt, nämlich im August 1975 in Stuttgart-Stammheim vor Gericht. Da habe ich sie wahrgenommen als einen Schatten ihrer selbst. Und ich glaube, ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass es sich um einen Selbstmord gehandelt hat. Ich glaube auch, dass es ein Motiv für den Selbstmord gegeben hat. Erstens natürlich wegen der Aussichtslosigkeit, aus dieser Haft und aus diesem Gefängnis jemals wieder herauszukommen, dass sie bloßgestellt worden war durch Gudrun Enslin. Und zwar ging es um den Anschlag auf das Springerhaus in Hamburg im Mai 1972, ein Bombenanschlag, der aber so schlecht durchgeführt worden war, dass dadurch vor allen Dingen Arbeiter und Angestellte in Mitleidenschaft, also sprich verletzt worden waren und nicht, wie ursprünglich tendiert war, Redakteure oder Axel Springer selber als Person getötet oder jedenfalls körperlich versehrt worden wäre. Also das hat die Gudrun Enslin Anfang Mai 1976 im Prozess in Stammheim vor Gericht so dargestellt, dass das sozusagen schädigend für den Ruf der RAF gewesen sei, hat sich davon distanziert, obwohl jeder wusste oder wissen musste, dass Ulrike Meinhof die Initiatorin dieses Anschlags gewesen ist. Und das konnte man im Nachhinein auch durch verschiedene Dokumente genau belegen. Und man geht deshalb davon aus, dass sie ist nämlich nach dem Auftritt von Gudrun Enslin und ihrer Bloßstellung vor Gericht überhaupt nicht mehr zu einem weiteren Termin dort erschienen, sondern dann gab es die Nachricht von ihrem Selbstmord. Man muss davon ausgehen, dass sie sich in Reaktion auf diese Bloßstellung durch die entscheidende Person neben Andreas Baader in der RAF zu dieser Zeit, dass sie da jede Hoffnung verloren hatte, nämlich in ihrer eigenen Gruppe noch auf Solidarität bauen zu können. Das heißt, sie war selber eine Marginalisierte. Sie fühlte sich isoliert, sie war verzweifelt. Und ich glaube, das war der Bodensatz dafür, dass sie sich an diesem symbolischen Datum, am 8. Mai 1945, einerseits Ende des Krieges, Ende des NS-Regimes und andererseits der Tag der Befreiung, dass sie sich an diesem Tag das Leben genommen hat. Sie wollte damit meines Erachtens noch im Akt ihres Todes, ihres sogenannten Freitodes, ihres Suizids ein Zeichen gesetzt haben. Und ich glaube, die meisten haben das Zeichen nicht verstanden, weil sie das nicht so interpretieren. Herr Krauser, wir müssen es bei diesem Zeichen belassen heute, unserem Gespräch. Unsere Zeit ist für heute abgelaufen. Man könnte Ihnen sozusagen als Historiker der 68er-Bewegung lange zuhören. Es sind viele Fragen noch offen. Aber ich glaube, wir haben jetzt in dieser Stunde doch so eine Art auch Durchgang durch dieses Leben, aber auch durch ein Stück Zeit und Mentalitätsgeschichte der Bundesrepublik der 50er und 60er Jahre bis in die 70er hinein passieren können. Ein Vierteljahrhundert sozusagen, wo Ulrike Meinhof eine Stimme in West, aber auch aus Ost gewesen war, in einer schillernden Vieldeutigkeit, die bis zu ihrem Tod angehalten hat. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich hoffe auf ein nächstes Mal hier in Oldenburg im Studio oder auch in der richtigen Vorlesung wieder eine gute Heimreise. Ihnen zu Hause auch vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke für Ihre Einladung. Sehr gern.